Herzlich willkommen in Arnis Welt. Heute wieder mit dem flotten Bienen Bernd. Herzlich willkommen, lieber Bernd. Ja, danke für die nette Begrüßung. Ich grüße dich auch und alle Zuschauer hier bei der heutigen Folge. Ja, wir wollen heute so ein bisschen über die Anfänge sprechen und über das Einsteigerwissen. Die erste Frage, die sich aufdrängt, ist, wenn man mit Bienen arbeiten möchte, überhaupt, was einen dazu motiviert, Bienen zu halten, was man für eine Einstellung allgemein dazu hat. Genau, es ist immer die Frage der Motivation. Es ist ja sehr in Mode gekommen. Jeder will die Bienen schützen, die Bienen retten. Und da, was liegt natürlich näher, als sich selber Bienen anzuschaffen, denen was Gutes zu tun. Ich will jetzt niemanden, der sich dafür interessiert, die Motivation hier rauben. Aber oft ist das mit der Bienenhaltung nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt im Allgemeinen. Das ist schon viel Arbeit, sehr zeitintensiv. Und ja, die Anschaffungskosten für die Gerätschaften, das kostet schon einiges an Geld. Von daher sollte man sich das gut überlegen, wie die Motivation ist, ob man die Zeit und die Geduld und die Ausdauer aufbringt. Die Bienen haben ihren eigenen Kopf. Die bestimmen auch ganz schnell den Alltag. Also es kommt schon mal vor, dass wenn man zum Geburtstag der Schwiegermutter muss im Mai oder so, ne? Ausgerechnet dann, wenn schon das Auto gepackt ist und man los will, genau in dem Moment fangen die an zu schwärmen und man muss sagen, nee, tut mir leid, ich bin da raus heute. Ne? Die Bienen gehen schon den Takt vor. Ne? Das, ja, der Platz muss da sein und das Umfeld und halt, wie gesagt, auch die Ausdauer dafür. Naja, für einige ist der Tag dann bestimmt gerettet, aber ja gut. Ja. Die ja, es ist auch so, man hat ja eine gewisse Verantwortung auch den Bienen gegenüber. Es ist ja, wie ich schon gesagt habe, nicht einfach, man stellt da irgendeine Kiste hin und die machen das alles alleine. Läuft so nicht. Bei Wildbienen ist es einfacher. Deshalb, wer jetzt wirklich so zweifelt, ob er geeignet ist, ob die Voraussetzungen stimmen, der sollte vielleicht sich ein paar Wildbienenhotels aufstellen. Genau, das wäre vielleicht so zum Einstieg besser. Aber genau, wenn jetzt jemand entschieden gesagt hat, ich möchte jetzt mit der Bienenhaltung anfangen, will ich das niemandem nehmen und einfach machen. Ja, darum machen wir jetzt auch das Interview hier. Und ja, um den Menschen Informationen und was an die Hand zu geben. Ja, wie informiert man sich denn jetzt am besten darüber, wie man jetzt die Bienen hält? Wenn man sich jetzt entschieden hat, sich Bienen anzuschaffen, dann ist es eigentlich immer ganz gut, erstmal sich ein, zwei Bücher zu besorgen, ein bisschen was drüber zu lesen, vielleicht ein paar YouTube-Videos angucken, auch gerne auf meinem Kanal. Und oder auf meinem. Genau, es gibt so viele tolle Videos bei YouTube zu sehen und tolle Bücher. Das Beste ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie einen Imker kennt, bei dem man mal über Schulter schauen darf, wo man vielleicht schon mal ein bisschen reinschnuppern kann und ein Gefühl dafür kriegt. Ganz wichtig ist ja auch erstmal zu sehen, ob man selbst oder jemand in der Familie vielleicht eine Allergie hat auf Bienengift. Das ist natürlich dann auch eine kritische Sache. Das sollte man alles vorher schon abgeklärt haben und im Idealfall mal bei einem Imker reinschnuppern, über Schulter gucken. Ja. Ja gut, das mit den Allergien ist ja so eine Sache. Man merkt das ja erst beim zweiten Stich. Ja, möglicherweise. Deshalb ist es gut, wenn man vielleicht ein paar Mal bei jemandem mitgeht und ja, es auch gerne mal drauf anlegt, mal zu gucken, wenn man natürlich die entsprechenden Schutzmittel da hat. Ne? Aber gut, ist ja nicht so häufig, dass eine Bienenallergie besteht, ne? Muss man ja auch sagen. Ja, wo stellt man denn eigentlich so einen Bienenstock am besten auf? Welche Örtlichkeit wählt man dafür? Der Idealfall ist natürlich, man hat einen schönen großen Garten oder einen Schrebergarten oder sowas oder ein Stück Wald. Wenn man das nicht hat, Bauern fragen oder Förster fragen oder Freunde fragen, irgendwo ein Stück, wo sie im Idealfall einen Halbschattingplatz, die vertragen auch Sonne, Halbschattingplatz hat,
Flugloch ist meiner Meinung nach eine Süd-Südost-Ausrichtung immer ganz günstig. Obwohl den Bienen ist das egal. Die fliegen in jede Richtung, wenn es sich nicht anders ergibt. Ja, und dann am besten auch darauf achten. Vielleicht kennt man jemanden, der Routengänger ist, erfahrener, dass man das Bienenvolk nicht unbedingt auf irgendeine Störstelle steht. Zum Beispiel kann man die liebsten Bienen haben, wenn die auf einer Stelle stehen, wo sich zwei Wasseradern kreuzen, dann werden die schon recht ruppig. Ne? Dann kann man schon reichlich von dem antirheumatischen Bienengift abkriegen. Ah, das erklärt einiges. Ich habe zum Beispiel eine Wasserader hier auf meinem Hof. Die läuft sogar zweiadrig hier lang. Ja, und komischerweise lassen sich die Bienen da ja aber auch gerne nieder. Das ist ja merkwürdig, dass die diese Stellen aufsuchen. Aber die sind dann auch giftig, ja. Das sind giftige, giftige Bienen. Da muss ich nicht unbedingt dann so nah dran kommen. Ja. Und das ist so, ja. Und das gehst du dann auch mit der Wünschelrute ab, ja? Ja, genau. Also ich gucke immer nach, wenn ich einen neuen Standplatz brauche. Dann gehe ich erstmal mit meinen Routen, mit meinen Stäben da lang und check das ab und kläre ab, ob der Standplatz überhaupt geeignet ist. Also ich habe zum Beispiel, ich kann da eine Geschichte erzählen, wie ich jetzt 2020 wieder angefangen habe mit den Bienen nach der Pause. Da habe ich ein Volk auf einen Platz gestellt. Also es war hier so auf dem Grundstück, dass der Platz, wo es geduldet wurde. Und das erste Volk wurde nichts. Die sind nicht aus dem Knick gekommen, alles okay. Irgendwann waren die dann, hatte sich das Volk erledigt. Anderes Volk daneben, auf dem Nebenplatz, war sofort top alles. Ne? Und ich habe dann das Jahr drauf da ein neues Volk aufgestellt und das wurde auch nicht richtig. Ne? Und ja, ich habe ja von den 14 Völkern, die ich jetzt habe, habe ich 4 verloren. Ja, und das auf dem Platz habe ich es wieder verloren. Und ich habe gemerkt, ich bin da wirklich nicht ganz aufmerksam mit der Route rangegangen. Und wie ich das nochmal abgeschritten habe, ich gemerkt, und jetzt weiß ich, da brauche ich nie wieder eins aufstellen. Ja. Oder ich muss halt entsprechend störende Maßnahmen machen. Ja. Also du vermutest eine Wasserader oder eher ein Erdmagnetfeld? Ich weiß nicht, was es genau ist. Also ich kann zwar alles ertesten, ob das günstig ist oder nicht, aber was genau das ist, das weiß ich, das kann ich da nicht erspüren. Ja. Ja, aber trotzdem sehr interessant und danke für diesen Tipp. Das finde ich richtig klasse. Ja, sehr gerne. Aber das ist fast viele nicht beachten. Die stellen die dann dahin, die Völker gehen ein oder sind übermäßig aggressiv, obwohl sie vorher, wo man die hergeholt hat, noch ganz, ganz lieb waren. Und ja, das sind alles so Faktoren. Die sind ja sehr sensible Wesen. Dieser Superorganismus Bienen ist ein sehr sensibles Wesen. Ja, wobei eine Frage bestimmt auch ganz wichtig ist. Welche Kastenform wählt man denn eigentlich als Anfänger? Was kann man da nehmen? Es gibt da ja verschiedene Bienenstöcke oder Beuten, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Was empfiehlst du da? In der Fachsprache heißt das Beute, das Gefäß, wo die Bienen drin aufbewahrt werden. Habitat sagen manche zu. Ob man Bienenstock, Bienenkasten sagt. Also ich mag eigentlich ganz gern die Bezeichnung Bienenkasten. Und ja, wie du schon durchscheinen lassen hast, da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Bienen unterzubringen. Ich muss sagen, hier Deutschland ist sehr speziell. Wenn du nach Italien gehst, da haben alle ein und dasselbe Rähmchenmaß, denselben Kasten. Da gibt es eigentlich nichts anderes, bis auch vielleicht ein paar Einsen, aber da gibt es nur eins. Und hier in Deutschland gibt es so viele unterschiedliche Kastenformen und verschiedene Arten zu imkern. Und da sind die Kästen eben angepasst. Ich habe da selber in meinen vielen Jahren mit den Bienen sehr viel Lehrgeld bezahlt, die Kästen öfter gewechselt auch. Also ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ich habe hier mal so ein Foto, ich halte das mal hier in die Kamera. Ich habe mal mit solchen Kunststoffkästen angefangen, so völlig unökologisch, aber es war so, auch nochmal eine andere Kastenform umgestellt, viel Geld bezahlt, Kunststoffkästen und durfte da auch meinen Weg erst finden, ne? Und es macht immer so ein bisschen Sinn zu gucken als Einsteiger, was haben die Nachbarimker so, weil ja, das ist ja auch die Frage, wenn man sich Bienen zulegt, wie kriegt man die? Und da braucht man natürlich dann auch das entsprechende
Maß, wo die draufsetzen. Idealfall mit einem Schwarm besiedeln, ist natürlich der Idealfall. Aus meiner Erfahrungswelt heraus hat sich ein Kasten mit einem ungeteilten großen Brutraum bewährt. Also wo die wirklich nicht getrennt sind. Diese Maße, es gibt da ja, ich nenne die jetzt einfach mal, wer ist Einsteiger, es wird vielleicht noch nicht gleich wissen, worum es da geht. Es gibt Deutsch-Normalmaß, das Zandermaß, das Gerstungmaß, dann gibt es das Goldsmaß, es gibt der Dantmaß, das gibt es in der Hochwabe, in der Einraumbeute. Ich habe da, ja genau, ich habe hier zwei Fotos, die kannst du ja gerne mal einblenden. Da sieht man die Einraum, ja, das ist der längliche, das ist die Einraumbeute, der quadratische ist der Dantkasten. Auch nochmal bei dem Vergleich dann. Das benutzt du. Ja, genau. Ich habe die Einraumbeute und die ist gerade nicht besetzt. Die besetze ich jetzt dieses Jahr wieder. Und die Dadant-Kästen. Die haben einen großen Brutraum und da kann man dann Honigräume drauf stapeln. Also je nachdem, wie viel die Bienen brauchen. Man kann die da anpassen in diesem Kasten, dass die eingeengt werden durch Trennschiede, dass die nicht zu viel Raum haben, den sie heizen müssen. Das ist eine ganz tolle Sache, weil die normalen Zander oder deutsche Normalmaßimker, die haben dann da zwei Bruträume und einen Honigraum. So eine Königin legt in der Regel 2000 Eier am Tag. Es dauert 21 Tage, bis die jungen Arbeitsbienen schlüpfen. Und man braucht da gar nicht so viel Zellen. Deshalb ist es da eigentlich ganz praktisch, einen Brutraum zu haben. Und ob man da nun Dadant nimmt, da gibt es ja dann auch das US-Dadant und das europäische Dadant, das europäische Dadant, Dadantblatt genannt, so genannt, wird in Italien viel verwendet. Aber es gibt auch Zander als Zadant oder Zander 1,5 als Großwabe mit nur einem Brutraum oder 1,5, also anderthalb mal so groß wie die normale deutsche Normalmaßwabe. Das reicht denen völlig hin, sowas, ne? Man braucht dann keine zwei Bruträume bewegen, wo man auch immer Bienen quetscht, wo man viel Zeit für braucht. Ja, man kann auch mit Flachzangen im Honigraum arbeiten. Man hat da viele Möglichkeiten. Ne? Das gibt natürlich auch Gründe, die für zwei Bruträume sprechen, für eine kleine Wabe. Ökologisch ist auch Varé. Wovor ich Anfänger jetzt nicht warnen möchte, aber wo ich sage, vorsichtig. Es wird ja neuerdings ganz viel diese Bienenkiste angepriesen, wo jetzt keine beweglichen Rahmen sind, das ist ein flacher Kasten. Und ich finde, gerade zum Anfang ist es unheimlich sinnvoll, einen Kasten mit beweglichen Rahmen zu haben. Nicht zu oft reingucken, aber es ist schön, wenn man so eine Wabe rauszieht und man sieht, was da so passiert auf der Wabe. Wenn man der Königin zuguckt, die vielleicht so ruhig ist, dass sie einfach weiter Eier legt, wenn man schlüpfende Bienen sieht, das sieht man bei so einer Bienenkiste nicht oder beim Bienenkorb mit festem Wabenbau. Das sind so Sachen für mich, Klotzbeuten ist alles wunderschön, aber das sind so Sachen, wenn man jetzt so seine normalen Kästen hat, wo sich die Bienen drin auch wohlfühlen, wenn man da einfach mal reingucken kann und ein bisschen mehr sich verbinden kann und mehr lernt, mit den Bienen umzugehen, dann kann man sowas später mal dazu nehmen. Kann man einfach mal dann ausprobieren mit so einer Bienenkiste. Ja. Ja, wobei man da auch bestimmt Vorsicht walten lassen muss. Du warst so nett und hast mir ein Foto gezeigt, wo du da noch in voller Montur stehst und die ganzen Bienen da so an dir so hochkrabbeln. Also das war schon ein bisschen... War noch damals, da bin ich noch auch mit Handschuhen und mit Schleier rangegangen und ja, da hatte ich eine Königin gekäfigt in der Hand und der Schwarm hat sich dann an mir abgesetzt. Ne? Ja. Ja, das war noch die in den 80er Jahren damals, 1980er Jahre. Ja. Genau. Obwohl ich denke, man sollte am Anfang doch schon Schutzkleidung tragen. Und sich langsam daran tasten, ohne Schutzkleidung zu arbeiten. Man darf die gerne dabei haben, falls mal ein Tag ist, wo sie nicht so friedlich sind. Oder ja, es kommt manchmal vor, dass die einfach keine Lust auf ihren Bienenvater oder ihre Bienenmutter haben und mal ein bisschen griffiger sind. Aber im Grunde genommen, wenn man jetzt keine Allergie hat,
ist das Bienengift gesund? Und ich würde auch jedem empfehlen, der anfängt, sich auch ruhig mal stechen zu lassen, ne? Oder es drauf anzulegen oder wie auch immer, oder eine Biene einfach mal vom Flugloch nehmen und sich einen Stich geben. Es ist nicht ungesund, und je schneller man desensibilisiert ist, ich habe auch am Anfang die ersten Imkerjahre, habe ich extreme Schwellungen bei jedem Stich gekriegt. Einmal war ich 3 Tage blind, weil ich einen in die Stirn gekriegt habe und beide Augen zugeschwollen waren, ne? So war das bei mir am Anfang. Und wenn man sich kontrolliert das Bienengift gibt, indem man eben halt vielleicht eine Biene abfängt und sich stechen lässt und sich desensibilisiert, dann gibt es irgendwann diese Schwellung nicht mehr. Der Einstich tut immer weh. Das ist ein wahnsinniger Schmerz, wenn die stechen. Aber wenn man weiß, es gibt keine Schwellung, und das kann man viel besser verarbeiten. Also sozusagen lässt man sich auch sein Bienenvolk impfen. Ja, genau, sozusagen. Wenn das jetzt gerade kein gut geprägtes Wort ist. Nein, ist es nicht. Aber gut, so manche Sachen, die da als Impfung verkauft werden, sind ja auch keine. Ne? Darf man nicht vergessen. Ja, okay. Gut, was kannst du denn den Anfängern noch raten? Was für Gerätschaften sie noch brauchen? Außer diese Montur und viel Mut. Auf jeden Fall, Liebe zur Natur braucht man. Das ist nichts, was man kaufen muss. Das wichtigste Werkzeug des Imkers ist der Stockmeißel. Damit löst man den Deckel, festgekittete Waben löst man damit. Man kann auch, es gibt Stockmeißel mit integriertem Wabenheber, weil die Bienen verwenden ja auch gerne Kittharz und Wachs, und damit kann man Wachsbrücken, die irgendwo stören, wegmachen, dass man keine Bienen quetscht. Ein Bienenbesen und vielleicht ein Smoker, also ein Rauchapparat. Das sind so die ganz wichtigen Grundwerkzeuge. Mhm. Ja, jetzt, wo wir das mit den Werkzeugen und den Bienenstock oder Beuten geklärt haben, ist ja jetzt auch die große Frage, wo kriege ich dann jetzt bitteschön meinen Bienenschwarm her? Eine sehr gute Frage. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ja schon erwähnt, dass man vielleicht mal im Imker in die Schulter guckt. Und im besten Falle hat man vor Ort einen Imker, der dann sozusagen auch als Bienenpate bereitsteht und einem Fragen beantwortet. Ich bin auch gerne Bienenpate. Mich kann man auch anschreiben hier bei Telegram oder im Kommentar bei YouTube oder per E-Mail so über meine Homepage. Kann man mich gerne anschreiben, aber ich begleite gerne. Und ich habe einige Menschen, die ich jetzt schon aus der Ferne begleite. Aber der Idealfall ist natürlich immer jemand vor Ort. Und die meisten Imker sind auch immer froh, wenn sich neue Menschen für interessieren, für die Imkerei, und haben dann vielleicht auch mal ein Volk über, was sie einem schenken oder verkaufen. Ansonsten gibt es ja auch Imkervereine. Kann man reingehen, muss man nicht. Ich sehe es immer ein bisschen zweischneidig. Es gibt moderne Imkervereine, die offen sind für wesensgemäße, artgerechte, ökologische Bienenhaltung. Dann gibt es die Vereine, wo der Altersdurchschnitt sehr hoch ist, oftmals, die nach Methoden von vor 100 Jahren imkern. Und ja, da ist man vielleicht nicht so gut aufgehoben, wenn man jetzt mit ökologischen Ansichten kommt oder sogar noch die Spiritualität integrieren will. Aber über Imkervereine kann man auch oft Bienen kriegen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht über diese Plattform eBay Kleinanzeigen. Da kann man dann auch oftmals nette Imkerkollegen kennenlernen, wenn man sich da Völker besorgt. Vielleicht auf ein Gesundheitszeugnis achten, weil es gibt ja nun auch mit der bösartigen Faulbrut Krankheiten, die jetzt nicht so prickelnd sind, wo der Spaß schnell vorbei sein kann und wo der Veterinär sogar die Vernichtung von Kästenvölkern anordnen kann im Extremfall. Also ein Gesundheitszeugnis ist vielleicht nicht verkehrt. Mhm. Ja, und ja, über eBay Kleinanzeigen, wenn man jemanden aus der Nähe da findet, der Bienen verkauft, vielleicht kann man den sogar als Imkerpaten gewinnen. Ja, vielen Dank, Bernd, für das, was du uns jetzt schon mitgeteilt hast. Gut, jetzt wäre die Frage geklärt, wo ich jetzt an Bienen rankomme. Was ist denn dann bei dem Umgang damit wichtig?
mit Bienen muss man sehr achtsam umgehen, sonst hat man da keine Freude dran. Deshalb empfehle ich auch nach Möglichkeit, klar, wenn man das erste Mal rangeht, vielleicht einen Schleier überziehen, Schutzkleidung anlegen, aber am besten schnell weg mit der Schutzkleidung, weil dann ist man automatisch vorsichtiger und quetscht auch weniger. Handschuhe würde ich nie nehmen, weil da ist die Gefahr nämlich am größten, dass man Bienen quetscht. Am besten immer mit der nackten Hand ran oder ganz dünne Latex-Handschuhe, weil das Kitharz klebt manchmal, verfärbt die Finger, mögen manche nicht so, ich liebe es. Da muss ich sehen, dass ich an den Bienen war. Genau, und man kann natürlich auch noch jetzt ein bisschen nach den Mondphasen gehen. Es gibt ja da von Maria Thun diesen Aussaatkalender, da stehen auch Tipps drin. Kann man auch im Internet finden, die günstigen Tage, wo die Bienen grundsätzlich friedlicher sind. Oder man kann eben halt an diesen Tagen, an den bestimmten, halt bestimmte Eigenschaften haben die Bienen an bestimmten Tagen dann. Ja, das haben wir Menschen und Pflanzen ja auch. Genau, genau. Auf jeden Fall ist es immer gut, sich gut mit den Bienen zu verbinden, ne? Dass man wirklich schon viel mit den Bienen kommuniziert. Also ich, wenn ich zu den Bienen gehe, ich erzähle denen alles, ne? Das, diese Wesenheit Bienen, das ist ja, haben ja ein starkes Ich, ein Bewusstsein. Und ich glaube, die verstehen uns besser, als wir die verstehen, ne? Die können das schon, wir noch nicht so meistens im Normalfall. Ne? Denen erzähle ich, was im Garten so anliegt, was ich mache. Und am Tag, wenn ich in die Bienen reinschaue, dann teile ich denen das schon morgens mit, dass ich heute Mittag dann irgendwann mal die Kiste aufmache und mal da Hallo sage. Dann wissen die das schon. Ne? Mag sich für manche wie Hokus Pokus anhören. Versuche auch so ein bisschen. Ja. Finde ich überhaupt nicht. Ich rede auch mit meinen Pflanzen, also ja, alles gut. Ja, ja. Ja, es ist, hier werden jetzt vielleicht auch viele, die schon jahrelang Bienen halten und vielleicht so sehr herkömmlich, konventionell unterwegs sind, zuhören. Und für die mag das ein bisschen merkwürdig sein. Aber ich möchte ja immer so die Brücke schlagen, so zwischen den konventionellen Imkern und den Wesensgemäßen und den spirituellen und genau. Ja, und ja, dann wissen wir. Ja, darum nenne ich dich ja auch den Bienenbotschafter. Genau. Der Name passt schon. Ja. Ja, und dann, bevor ich die Kiste aufmache, gebe ich einen ganz leichten Rauchstoß rein ins Flugloch. Dann wissen die schon, aha, jetzt kommt der Bienenvater. Wenn ich dann aufmache, einen kurzen Rauchstoß, und das reicht meistens schon. Da braucht man gar nicht viel Rauch. Viele Imkern auch ohne Rauch. Es gibt so viele unterschiedliche Betriebsweisen. Also ich setze ja auch auf Schwarm. Betriebsweise, dass die Bienen schwärmen dürfen bei mir. Andere Imker versuchen, Schwärme zu verhindern. Bei Erwerbsimkern kann ich das sehr, sehr gut verstehen. So als Hobbyimker bis zu einer gewissen Größe kann man das machen. Irgendwann ist es vielleicht auch, wenn man viele Bienenstände hat, möchte man natürlich nicht, dass die Schwärme abhauen. Es ist ein riesengroßes Thema, diese Betriebsweise, wie man mit den Bienen, also wie man imkert grundsätzlich. Ne? Da könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber, könnte ich da erzählen. Aber das können wir ja vielleicht noch mal im anderen Rahmen abhandeln. Genau. Ja, dazu möchte ich dich gerne einladen. Und ich würde mich freuen, wenn wir dazu eine Jitsi-Konferenz anbieten würden, bei dir in den Gruppen und bei mir in der Landsitzliebe. Und interessierte Menschen dazu einladen, damit die ja in einer offenen Fragerunde ja, die ich löchern können, was sie jetzt tun dürfen, sollten, machen und können, damit die Fragen konkret beantwortet werden können. Was hältst du davon? Das finde ich natürlich sehr schön. Ja, ich kann jetzt hier viel erzählen und ich bin zwar sehr bemüht, Fachchinesisch zu vermeiden, aber ja, wenn man jetzt so viele Jahre sich mit den Bienen beschäftigt, dann ist das halt normal, ne, was man da so sagt. Und ich denke schon, das wäre eine ganz, ganz tolle Sache. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir mal so eine offene Runde, wo ganz konkrete Fragen auch angebracht werden können. Ja, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, prima. Dann werden wir das nach diesem Video ja unseren Zuhörern und Mitgliedern in den Gruppen anbieten und hoffen auf rege Teilnahme und hoffe, jeden hat auch dieses Interview mit dir jetzt wieder gefallen und ich fand es wirklich äußerst informativ und sehr gut erklärt.
Vielen lieben Dank, Bernd. Ja, ich danke dir auch. Ich könnte natürlich hier, ja, ich könnte wahrscheinlich eine ganze Woche ohne Punkt und Komma über die Bienen reden. Was ich noch, auch noch etwas tun. Was ich noch nachreichen will, wir leben ja jetzt hier nicht gerade in einem Land wie Russland zum Beispiel, wo jeder macht, was er will auf dem Lande. Es gehört auch hier dazu, wenn man es ordnungsgemäß betreiben will, dass man die Bienen anmeldet beim Veterinäramt. Man kriegt dann eine Tierhalternummer, so ganz offiziell, ne? Und ist bei der Tierseuchenkasse angemeldet. Auch noch ein Thema, Bienenkrankheiten und sowas. Auch noch ein Riesenthemenblock. Bei Bedarf können wir mal drauf zurückkommen. Und was ich auch noch jedem, der jetzt mit Bienen einsteigt, empfehlen möchte, fang nicht mit einem Bienenvolk an. Fang mindestens mit 3 Völkern an. Durch die Varroa-Milbe, durch die elektromagnetischen Felder von den Funkmasten, Handystrahlung und alles, durch die Umwelteinflüsse. Es ist nicht gerade selten, dass Bienenvölker ausfallen. Also ich weiß, das ist ja auch schon wieder von vielen Imkerkollegen. Ich habe ja auch 4 von 14 verloren im Spätsommer, Herbst. Und ich weiß jetzt schon, dass manche von 20 Völkern nur 6 Völker überbehalten haben zum jetzigen Zeitpunkt. Dabei kommt die schwierige Zeit jetzt noch im Frühjahr, wenn die Völker jetzt wieder in Brut gehen und noch kein Nektar fließt. Ja, also man sollte sich gleich darauf ausrichten, dass man mit mindestens 3 Völkern anfängt. Genau, das wollte ich noch mal hinterher schicken jetzt hier. Ja, danke schön. Dann ist man auch, ja klar, wäre man enttäuscht, wenn man nur ein Volk hat und das geht dann leider ein. Durch Anfängerfehler oder warum auch immer. Gut, dass du diesen Tipp noch nachgeschoben hast. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Also es hat mich sehr gefreut und ja, so eine offene Runde hier, hätte ich eine Riesenfreude dran und ja, das werden wir hier rechtzeitig dann bekannt geben, wenn es angeht. Ja, das werden wir definitiv tun und ich freue mich auf jeden, der dabei sein wird. Genau, ich freue mich auch und ich habe hier, als ich jetzt neulich in meinen Sachen gekramt habe, noch ein Bild gefunden aus meiner Anfangszeit. Da hat sich ein Bienenschwarm in einer Gießkanne niedergelassen. Das ist sowas Seltenes, das ist was ganz Besonderes, ne? Ja, voll krass, voll krass. Also ja. So wählerisch sind sie gar nicht, hm? Nee, auch was Testen betrifft, die Bienen kannst du hinter Wandverkleidung, können die sich einnisten in hohlen Bäumen, in verschiedensten Kästen, Körben, sonst was, wenn die das für gut befinden, ja, dann gehen die da rein. Ja, abgefahren. Ja. Ich freue mich auf mehr interessante Bilder und Berichte von dir und wir werden ganz bestimmt noch mehr Interviews darüber machen. Vielen Dank dafür, Bernd. Immer gerne, ich bedanke mich auch und ja, hat wieder sehr viel Freude gemacht und ich hoffe euch allen, die hier zuhören und zuschauen, war es genauso eine Freude und ja, ich mache da gern noch mehr. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die doch einfach in den Kommentarfunktionen oder schreibt mich an und wenn ihr irgendwelche Sachen habt, über die ihr jetzt speziell mehr erfahren möchtet, einfach anfragen, wir machen das dann schon.